Tja, dann kommen wir mal zu mir. Also, ich komme ursprünglich aus Niederösterreich, nicht Wien, gar nicht gut. und wohne in Bad Ischl. Gar nicht mehr so weit von hier. Hier ist halt Münster. Und ja, ich gehe mit den beiden in die Klasse. Ist leider unser letztes Jahr, aber hoffentlich bleiben wir noch gute Freunde. Und ja. Und wir wollen aber zusammen. Halt die Fresse. Okay, das war's dann. Wir hatten uns mal gern. Die Hobbys. Gute Hobbys. Ach ja, meine Hobbys. Schauspielern. Ich fasse jetzt mal zusammen. Also Schauspielern, Radfahren, Reiten, Singen. Das wäre auch mal dann einzutragen. Und ja. So viel zu meiner Wenigkeit. Jetzt kommen wir weiter zu Julia. Nein, zum Leon, weil das Beste kommt zum Schluss. Das war gut. Also, auf jeden Fall, ich habe keine Rolle gespielt. Nur bei den Making-ofs. Ich habe die Kamera gemacht. Weil ich keine Schauspieler. Ja, aber nächstes Jahr gehe ich Theater. Ich meine, Komödiant. Ja, genau. Und genau. Das geht dann. Oder? Ja. Ja. Also, wir werden ja eine Ernährungsfilm machen und da werde ich auch eine Hauptrolle spielen. Boah, Julia! Natürlich, Leon. Natürlich, Leon. Du passt überhaupt nicht. Hm? Wie heißt du überhaupt? Leonardo DiCaprio. Und wir werden bei unserem nächsten Film nämlich eine Szene mit diesem Mann spielen. Nee. Ja. Und dann kommt eine Frau, die will es nicht. In Finger schneiden? Nein, Filme schneiden. Filme schneiden. Mit einem tollen Videoprogramm namens Magic. Ich muss auch zitieren. Und ja, ich wollte unbedingt da mitdrehen, weil wir haben die Idee gehabt von unserem Lehrer, dass wir beim Filmwettbewerb mitmachen und da wollten wir, kann man das gewinnen. Und das hat uns halt gefallen, deswegen machen wir das jetzt so. Ja, in unserer Freizeit. Ja, Hobbys haben wir schon gesagt, ich wohne da in der Münster da oben. Das ist leider umdecken. Wir filmen da gerade in der Münster im Schloss Ebenswehrpark, Schlosspark. Ist recht schön da, ja. Seit ungefähr einem Jahr und bleibt da, wie sie meine Opfer mit. Ist voll da. Ja, und nächstes Jahr gehe ich mit keine von den zwei in der nächsten Klasse, weil aber in dieselbe Schule. In dieselbe Schule, aber sie gehen nämlich ins realistischen Zweig, ich gehe in den mittelschuligen Zweig und sie ist. Schreck, leider. Aber wir werden in Kontakt bleiben, oder Anna? Nein, wir werden unseren YouTube-Channel weiter betreiben. Ja, wir werden nur heiraten. Wir sind verheiratet! Ich will nicht in euren Ehestreit reinkommen. So, wir werden mal heiraten. Anna und ich werden mal heiraten. Und deshalb wir von einem Verlobten? Ja. Weil ein Lehrer, wir haben JS Pictures gemacht, das heißt Julia Schaufel. Ich heiße mit nach deiner Schaufel, sie von einer Julia. Das ist nicht so verstanden, dass sie. Julia Schaufler. Wenn unser Lehrer glaubt, wir haben verheiratet, wie so blöd sein kann. Also, bevor einer wieder aufwacht und Scheiße baut. Komm mal mit, Julia. Entschuldigung, ich muss eingeschlafen sein. Hab ich was gemacht? Hab ich was gemacht? Ich mit noch. Nein? Okay. Das Beste kommt zum Schluss. Julia Haslauer. Das Schlechteste. Das Beste. Wolltest du nochmal sehen? Ich sag's dir. Wer sagst du, Kleiner?
ist eine Feststellung. Eine Feststellung? Keine Realität. Genau. Und ich bin jetzt sicher für den Film eine halbe Stunde im nassen Laub gelegen, voller Kunstblut und Krabbelkäfer, die ich glaube ich immer noch in der Unterwäsche habe. Ja. Und ich habe das Plakat gemalt! Ich habe mich für das Thema eingesetzt, weil es in Österreich immer noch viele Vergewaltigungsfälle gibt und Morde und der Nachrichten schaut, weiß es. Und es ist mir wichtig, mich auch dagegen zu wehren, und als Jugendlicher ist es schwer, eben wirklich schwer, noch irgendwas hier zu bewirken. Und deshalb haben wir mit der Unterstützung des von This Human Girls haben wir die Chance genutzt, uns ein bisschen nützlich zu machen. Und mir für meine Teil hat der Dreh sehr gut gefallen. Wir haben die Outtakes aus Making Off. Und besonders freue ich mich auch schon auf die Fortsetzung von unserem Film. Wir haben noch keinen Namen. Es wird auf unserem YouTube-Channel auf alle Fälle veröffentlicht. Der JS Pictures heißt es. JS Pictures Studios. Und wir nehmen auch beim Jugendfilmprozess teil. Unbedingt anschauen! Da müsst ihr nach Wien kommen, das gefällt euch sicher. Und wenn wir es nicht schaffen sollten, auf YouTube werdet ihr den Film sicher sehen. Wir werden den Channel noch weiterführen mit lustigen Sketches, mit vielen Theaterstücken, mit Texten. Unsere erste Idee für das nächste Mal, das JS Picture Studios TV Shopping. Das kommt unbedingt beim nächsten Film. Unbedingt dabei sein. Und jetzt zählt euch mal das Stativ an. Nochmal Applaus für Rudolf Nebel. Das ist doch ein super Stativ, und das ist die Sonnenbrille von der Julia. Doch. Und seht, was da steht? Steht HIB Schloss Traunsee. Das ist unsere Schule, die heißt mittlerweile BRG Schloss Traunsee. Und wir sind doch nicht mehr bei Bund, also eigentlich noch RG, aber das klingt nicht so wundervoll. Und das habe ich gemalt. Leon gemalt. Und jetzt zeige ich euch noch, was wir nämlich alles getrunken und gegessen haben. Kommt mit. Anna will es uns vorführen. We've eaten. Dieses Sackerl war voll. War voll. War. Wir haben noch. Burn? Sensort. Das nennt man Burn. Aber das wird. Ich nehme mal jetzt einen Keks. Ich auch, bitte. Ja. Dann hatten wir noch ein Monster und ein Red Bull, ein ganzes. Und. JS TV. Willkommen, meine Damen und Herren, zum JS Tele TV Shop. Die erste Ausgabe, meine Damen und Herren. Ich stelle heute ein wunderbares Produkt vor. Sie können es schon erkennen, es ist dieser Max Schlank in 3-Tage-Gürtel. Man kann ihn beliebig verstellen auf jede passende Größe. Es ist wirklich sehr praktisch. Ich nehme es jetzt ab, da ich... Entschuldigung. Ja, hallo. Es ist ein großes Problem. Ja. Es geht darum, dieser Gürtel ist krebserregend. Ist krebserregend. Bitte nicht verkaufen. Okay, danke schön. Also, ich habe gerade erfahren, dieser Artikel ist ausverkauft. Also, unsere erste Ausgabe vom JS Picture Studio TV Teleshop ist nun vorbei. Wir danken euch, dass ihr heute mit dabei waren, und freue mich, wenn ich auch euch zur zweiten Sendung wiedersehen kann. Woo! Danke! Woo!